Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Roland Media beim Mantrepreneur. Ich bin der Roland und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben heute zwei tolle Menschen zu Gast, die Antonia und den Hubertus. Und wir sprechen uns heute über Sinnlichkeit, über Berührung, über Präsenz, über Achtsamkeit. Das Thema ist Sensual Body Flow und wir werden auch ein bisschen über ihr Retreat sprechen, das bald wieder stattfinden wird. In der Zwischenzeit, bitte zwei Zuschauer, Kanal abonnieren und wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, kommentieren, liken, teilen. Das hilft dem Kanal und das hilft der Arbeit ungemein. Aber jetzt lass uns starten zum Thema Sinnlichkeit. Wir starten sinnlich mit Antonia und mit Hubertus. Hallo, liebe Antonia, hallo, lieber Hubertus, grüß euch. Hi. Hallo. Hallo. Schön, dass wir Zeit gefunden haben. Wir haben ja ein spannendes Thema heute. Ich denke, ja, für manche vielleicht so ein bisschen ein Tabuthema. Es geht um Sensuality, also um Sinnlichkeit, Sensual Body Flow. Vielleicht kurz bevor wir ins Thema einsteigen, ihr zwei, vielleicht kurz ein bisschen über den Background. Wie kam es dazu, dass ich mit dem Thema auseinandersetzt und eben ein Retreat organisiert zum Thema Sinnlichkeit? Naja, das Thema hat angefangen vor 5 Jahren, gut 5 Jahren. Ich komme aus der Tantra-Ecke und aus der Biodanze-Ecke. Und es war immer, Tantra war für mich ein wenig zu technisch und Biodanzer war um eine Spur zu wenig Haut und Körperlichkeit. Und das in Verbindung zu bringen, war immer so mein Ansinnen und jetzt, wie es halt der Lauf der Zeit wollte, habe ich die Antonia genau in demselben Zeitpunkt kennengelernt und ist aus einem vertiefenden Biodanzer ein Sensual Body Flow geworden und das ist letztendlich unser Baby, was draußen geboren worden ist. Ja. Genau, wir haben uns über Tantra kennengelernt. Ich war Teilnehmer und für mich ist da auch eine neue Welt aufgegangen. Und dann haben wir uns dort kennengelernt. Und dann habe ich dem Hubertus seine Flyer gesehen und ich mache Grafik. Und ich habe mir gedacht, so geht das nicht. Habe mal die ganze CI auf den Kopf gestellt. Und so haben wir da, ergänzen wir uns gut und haben Sensual Body Flow ins Leben gerufen. Sehr schön. Ich musste gerade lachen. Also gerade am Beginn und dann hat schon die Korrektur des Weiblichen eingesetzt. Ja, Wie und so Beziehungen so läuft. für mich war das sehr willkommen, weil es dadurch ein Portal aufgegangen ist, dass ich auch gesehen werde mit dem. Und ich war ja lang im Hintergrund beim Tantrischen als Tempeldiener und Assistent. Und mit Biodanzer auf der anderen Seite. Und das war jetzt dann die Kombination mit Sensual Body Flow. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Tor aufgegangen ist. Ja? Für uns beide auch in unserer Entwicklung. Ja. Ja, das ist schön, wenn man sich dann ergänzen kann und diese Symbiose entsteht und was Neues, was Magisches entstehen dann kann. Absolut. Absolut. Sag, wenn man sagt, Sensual Body Flow, ich sag, das ist eine Kombination ein bisschen aus dem Tantrischen, aus dem Biodanzer. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich möchte es kennenlernen, was erwartet ihn oder sie und was erwartet ihn oder sie nicht? Wer als erstes? Wir sind eine wunderbare, schöne Gruppe mit ganz achtsamen Menschen. Wir sagen immer, wir sind eine Family. Und Leute, die das erste Mal zu uns kommen, fühlen sich wirklich sehr gut aufgehoben und wie in der Familie aufgehoben. Also einmal dabei und sagt, ich glaube, ich kenne alle schon so gut und fühlen sich wirklich wohl. Was wir auch machen, ist, wenn sich jemand neu anmeldet, wir nehmen Kontakt mit der Person auf und reden mit der Person, erklären, wie es abläuft, was wir machen. Es ist kein Muss, es ist alles Eine Möglichkeit. eine Möglichkeit. Genau. Und es geht viel um Berührung, um den Augenkontakt, um den Moment und ums Spüren. Ja, die Sexualität und Sensualität wird ja oft dann mit der Pornografie vermischt und falsch dargestellt. Und in erster Linie steht bei mir die Pornografie mal komplett auszublenden
diesen ganzen Druckmittel, schneller, härter, öfters, Vorgaben, die kein Mensch erfüllen kann, keine Frau, kein Mann, kein Shiva, kein Shakti. Wir haben uns als Ziel gesetzt, wieder mehr Liebe in die Sexualität zu bringen und wieder mehr Sexualität in die Liebe zu bringen, weil das die Base ist für Empfindsamkeit, für gemeinsames Fließen, für gemeinsames Erleben, für Eintauchen im Miteinander, so dass Mann und Frau sich auch spürt. Ja, ganz wichtiger Punkt, was du ansprichst, weil ich weiß es von vielen Paaren oder auch, ich hatte auch mal einen Podcast gemacht mit jemandem, da ging es um die Herz-Penis-Verbindung. Manche sind zu sehr im Herzen und zu wenig im Becken und andere sind zu sehr im Becken und zu wenig im Herzen. Ja. Und eben diese Balance wieder zu schaffen, diese Ausgleichung. Es ist ja so, wir haben ja die sexuelle Revolution erlebt vor 60 Jahren ungefähr, als ich auf die Welt kam. Weil vielleicht bin ich ein Produkt davon, keine Ahnung. Und trotzdem. Und es gibt Pornografie, das ist das Perverse irgendwie. Und trotzdem gibt es immer noch so viel Scham und Schuld in unserer Gesellschaft mit Nacktheit, mit Berührung. Was ich vorhin gesagt habe, alleine Augenkontakt zu halten, haben wir viele schon Schwierigkeiten. Ja, wir setzen auch den Schwerpunkt eben in die Berührung, in die Ja. vertiefte Berührung, in den Augenblick der Berührung, in die Aufmerksamkeit der Berührung, weil da ist so viel verloren gegangen. Und wie soll die Sexualität funktionieren, wenn man nicht zuerst über Augen- und Hautkontakt in ein fließendes Miteinander kommt? Und da ist einfach Sensual Body Flow bedingungslos, absichtslos, was natürlich die Freiheit jeder eigenen Frau, jedes eigenen Mannes dementsprechend die Freiheit öffnet, wieder ganz bei sich selbst anzukommen. Absolut. Und auch in der Präsenz zu sein. Ich sage es jetzt mal mit Klischeebildern, ja, dass sag mal, die Frau nicht die Haushaltsliste durchgeht, was sie nur erledigen muss mit dem Kind im Haushalt und der Mann ans nächste Meeting schon denkt oder ans Ja. letzte Meeting denkt, das nicht gut glaube, sondern wirklich einfach, wirklich auch, ich denke, einfach präsent zu sein. Ja. Ich glaube, da fängt schon an, oder? Die Herzensqualität und Aufmerksamkeit steht bei uns im Mittelpunkt. Ja? Und wenn wir mal mehr Haut zeigen, um auch die Berührung noch besser zu spüren, ist es für jeden Menschen, der zu uns kommt, freigestellt. Wie weit gebe ich mich frei? Wie weit fühle ich mich wohl, dass ich in meine persönliche Nacktheit komme? Für mich, viele Menschen ist die persönliche Nacktheit schon dann, wenn sie das Leiberl ausziehen oder wenn sie die Oberschenkel zeigen. Und für manche fängt die Nacktheit dort an, wo sie wirklich ganz nackt sind und wo wirklich kein Tuch mehr berührt, auch kein Lungi. Lungi ist dieses Tuch, was man im Tantra verwendet. Und Nacktheit ist für uns ein Zeichen der Freiheit. Und dieses Zeichen der Freiheit sollte aber dann nicht die Möglichkeit sein, die eigenen Grenzen zu überschreiten oder den anderen Möglichkeiten zu geben, dass der oder die Grenzen dann überschreitet, nur weil ich jetzt nackt bin. Ich bin einfach ganz Mensch, wie ich bin. Und deswegen ist es für uns eine große Einladung und ein Zeichen der Freiheit, weil es für jeden selbst überlassen ist, wie weit entblöße ich mich? Oder will ich mir vielleicht sogar noch was anziehen, weil ich in der Autoregulation, wo man sich ja selbst automatisch am besten reguliert, ich mich wohler fühle, dass ich mich mehr entspannen kann, wenn ich jetzt nur ein Leiberl oder ein T-Shirt drüber anziehe oder den Lucky hole. Es geht um die Entspannung bei uns und nicht um die Action. Ne? Es ist alles gut, wie es ist. Man kann angezogen sein, man kann nackt sein, es darf sich jeder ganz frei bewegen. Absolut. So wie er oder sie sich wohlfühlt, ohne dass es ein Freibrief für den anderen ist. Genau. Genau. Wohlwollen und Feinfühligkeit füreinander. Ja. Was Und sind so, wir haben ja ein paar Stimmen auch von Menschen, die Teil eurer Family sind, die immer in den Retreats teilnehmen. Die kommen noch zu Wort. Aber was sind so eure Erfahrungen, wenn Menschen durch dieses Stadium gehen? Ich sage mal Klischee, von relativ verklemmt aufgrund dieser Erziehung, aus dieser, sage mal,
One God, Angstreligion, wenn man das bezeichnen möchte, ja, aus dieser Verklemmtheit, aus dieser Sozialisierung hin zu einem Befreitsein, ich sage mal bewusst einem Befreitsein, einem Nacktsein, einem Befreitsein ohne Scham. Wie sind da eure Erfahrungen? Was sind so Feedbacks von Menschen oder wie ist eure eigene Erfahrung auf diesem Weg gewesen? Also, der Hubertus leitet den Bogen sehr sanft an, dass auch wenn es nur ein Abend ist, wir machen auch Tage und Wochenende, aber auch wenn es ein Abend ist, wird das ganz achtsam und ganz lang hingeführt zu dem Punkt. Und genau, da entsteht dieser Raum einfach, wo man sich total wohlfühlt und hingeben kann. Und man sieht auch, man kann den Leuten zuschauen, wie sie sich öffnen und wie die Hüllen fallen. Ja, wortwörtlich, wie die Hüllen fallen. Maske. Antonia, die Masken in erster Linie. Die Verhaltensmasken. Ein Mensch verhält sich ja. Ja? Da ist auch die Antonia eine große Türöffnerin über das ganze Ambiente. Da, wo wir das machen, ist die Antonia schon im Vorfeld da, um das Ambiente aufzubereiten. Dass das schön ist, dass der Altar da ist, dass die Kerzen da sind, dass es eine einladende Räumlichkeit ist, wo sich die Menschen, wenn sie ankommen, wo dann auch im Hintergrund schon die Musik spielt, dementsprechend schon von Anfang an wohlfühlen. Und aufgrund deiner Frage, wie öffnen sie sich? Die Menschen treffen natürlich schon alte Hasen, alte Häsinnen, die bei uns sind, schon im Empfang. Und werden schon in der Familie einfach in Empfang genommen und dort abgeholt, wo sie im Moment stehen. Ja, sind sie ein bisschen nervös, dann werden sie die richtigen Gespräche schon finden in der halben Stunde, in dieser halben Stunde vorher, wo wir die Menschen einladen, schon früher zu kommen und nicht auf letzten Abdruck zu kommen. Und dann eben, wie die Antonia gesagt hat, den langsamen Bogen starten wir einfach mal mit Eintanzen, einmal den Alltag hinter sich lassen, einmal das Ganze draußen lassen. Dann immer in unser rituelles Namaste, als Start für das Ritual, nach der Vorstellrunde noch, nachdem wir uns eingetanzt haben, das rituelle Namaste, wo wir uns mit der ganzen Weiblichkeit und Männlichkeit begegnen. Im Anschluss dran das dreifache Om. Ja, eines für uns persönlich, eines für die Gruppe, eines für alle, die jetzt noch nicht teilnehmen können in unserer Gruppe und so, dass sie das einfach auch, esoterisch gesagt, im morphogenetischen Feld nach außen überträgt. Und das gibt dann schon so viel Sicherheit, dass sie nicht nur wegen sich selbst da sind, sondern auch wegen der Gruppe, auch für die Menschheit etwas tun. Und es gibt dann auch dann die Freiheit, dass sie in die Sensualität des Augenblicks, der Stimmung, der Berührung so richtig schön eintauchen können. Ja. Sehr schön. Kriegt man schon ein Ja, schönes Volk. machen. Genau. Viele wollen dann die Musik haben, weil die Musik so wunderschön ist und nehmen sich das dann mit nach Hause und kreieren sich zu Hause auch so eine Art Tempel und spielen dann das Sensual Bodyflow zu Hause nach und machen sich dann mit der Erinnerung der Musik auch wieder einen schönen Abend und gestalten sich das dann. Ja, das geht Also dann nehmen einher das mit mit. dem Verein, den wir im Hintergrund haben, wo wir dann die Playlists zur Verfügung stellen. Und es gibt einfach auch die Wiederholung im Trautenheim nachher. Und dann kommen natürlich so manche das nächste Mal mit Fragen. Ach, du, wir haben das gemacht. Wie soll man denn da weitermachen? Wir haben einen Knopf in die Füße gehabt oder wie auch immer. Und dann ist das einfach so locker und dann kann man darüber sprechen, als wie über ein gutes Essen. Ja? Und das ist auch unser Ziel, es ganz natürlich zu sehen. Sehr gut. Bindung, diese Liebe. Ja. Und was wir auch ganz stark merken, also es kommen Einzelne her, es kommen Paare, die Paare öffnen sich, die Paare bleiben zusammen bei den Übungen. Also das dürfen sie wirklich frei entscheiden. Für jede Übung neu, wir bleiben zusammen, wir trennen uns, wir schauen uns andere Berührungen von anderen Menschen an. Und das ist auch sehr schön, in einem geschützten Rahmen da ein bisschen erforschen zu können. Und wir machen auch Paarwochenenden, wo wir wirklich sehen, dass manchmal Paare kommen am Anfang, die schon ein bisschen Zoff haben, wo es nicht mehr so rund geht und dann nachher wirklich verliebt von dem Wochenende nach Hause fahren, weil ihnen Ja. das so gut getan hat, diese
Diese Berührung, diese Angeleitete und diese Achtsamkeit. Ja, begleitet von Liebesbriefe, die für sich selbst geschrieben werden, bis zu zur Methodologie, wo dann einfach die Menschen zusammengeführt werden, eben wieder über auch Einzelarbeit, wo der ganz bei sich selbst ankommt. Und dann auch, wie die Antonia gesagt hat, die Wochenend-Workshops, die wir machen, die sind auch mit Rituale verbunden, wo wir dann in die Natur gehen und unsere Wünsche der Natur übergeben, es mit Wasser sauber waschen, was auch immer dann im Trainingsleitfaden steht. Ich leite 30 Jahre Trainings an und habe da einfach ein bisschen ein Repertoire, wo ich dann auch wieder zugreife für sehr verbindende Sachen. Und ja, es macht so richtig Spaß, auch für mich. Wir kommen selbst immer so ins Erleben, wenn wir dann die Gruppe sehen, wie schön, dass sie dann aufmachen und ihre Sensualität neu entdecken. Absolut. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit wird das ja immer wichtiger, ja, wir durch diesen Individualismus auch wieder in die Berührung zu gehen, ja, in der Gemeinschaft und um die Berührung zu gehen. Und ich merke das auch selber, dass, also ich mache zum Beispiel Firmen-Events, ja, und wenn wir auch hier mal so ein bisschen in die Berührung kommen, also gerade die total steif sind, also die aus dem Management kommen, eigentlich so total steif und hart sind, die lassen dann gar nicht mehr aus, wenn sie einen Moment haben. Ja, da merkt man einfach dieses Defizit, was da ist. Absolut, absolut. Das ist unheimlich wichtig. Unheimlich schöne Arbeit, die da macht. Bevor wir darüber sprechen, wann der nächste Event ist, und ich bekomme auch Lust drauf, das zuzuhören, vielleicht lassen wir ein paar Stimmen zu Wort kommen, die euch kennen, die eure Events kennen, was die zu sagen haben, wie es denen geht. Sehr achtsame. Jeder ist so, wie er ist. Sehr viel Haut. Manchmal ein bisschen ölig. Es geht nicht um Sex. Total erfüllt, dann heim. Sehr tiefe Möglichkeit herauszufinden, was denke ich eigentlich, wie fühle ich mich eigentlich und was will ich eigentlich? Für mich ist Nacktheit eine wunderbare Angelegenheit und ein natürlicher Zugang zu meinem Körper. Außerdem ist es die Art und Weise, wie Antonia und Hubertus das vermitteln, sich selber spüren. Mehr Achtsamkeit, mehr Hingabe und Wertschätzung gegenüber anderen Menschen und vor allem meiner Dass man Partnerin. sich da irgendwie verliebt ineinander und dass man einfach anlässlich dieses sehr schönen Events dann etwas daraus gestaltet. Okay, ja, wie gesagt, wenn man so den Einzelnen zuhört, das waren teilweise Paare jetzt und als Einzelpersonen, das macht total Lust auf mehr. Jetzt, lieber Zuschauer, wenn du oder Lust hast, einmal teilzunehmen, zum ersten Mal vielleicht und so ein bisschen Berührungsangst hast, was ist so, wann sind so die nächsten Retreats für euch? Gibt es was in der nahen Zukunft, was ihr anbieten könnt? Weil dann wird man das gerne unten in der Beschreibung reingeben, dass Leute mit euch Kontakt aufnehmen können. Habt ihr was Spontanes? Für die, die sagen, jo, jetzt Momentum. Ja, jetzt bereiten wir gerade vor unser erstes Festival, das Sensual Love Base Festival in Niederösterreich, in Zöbern. Es ist von 7. bis 9. Juni. Das sind circa 15 Workshops, immer 2 bis 3 Workshops parallel, alle in die Berührung, Ölwanne, Tantra, Klangmeditationen, wunderschöne Sachen. Wir werden circa 100 Leute sein. Schöne Natur. Es wird wieder sehr Genau. rituell werden, mit drinnen und draußen Passagen. Wir werden den Wald und die Natur dazu nutzen, Schwimmteich und Wald für Streichelbetten etc., für die kleine Pause zwischendurch. Und es wird wirklich eine schöne Sache. Und in den Workshops gehen wir halt dann ein, wie gebe ich sinnliche Geborgenheit, wie gehe ich in Vertiefung, in der Berührung, wie will ich berührt werden, wo sind meine Grenzen, wo möchte ich meine Grenzen aufmachen. Es wird sehr schön, sinnlich und achtsam, vor allem achtsam, in der großen Family. Und es sind wirklich wahrlich noch ein paar Plätzchen. Ich glaube, so 8 Karten hätten wir noch zu vergeben, für jemand, der kurz entschlossen Zeit hat. Ja. Das wird ein ganz geschützter Rahmen sein dort. Es werden keine fremden Leute sein. Wir werden nur unter uns sein. Und ja, wir werden ein kleines Paradies schaffen. Ja. Sehr schön.
Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn dich das spontan anspricht, ich werde auch hinkommen, also ich habe jetzt auch Lust, werde auch hinkommen. Wenn ihr das spontan anspricht, unten in der Beschreibung habt ihr den Link, wo ihr die Informationen bekommt und natürlich euch anmelden könnt. In nicht weniger als 2 Wochen, das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, 7. bis 9. Juni in Zöbern in Niederösterreich. Sehr schön. Ein Abschlussstatement noch von euch, liebe Antonia, lieber Hubertus, was möchtest du den Leuten noch mitgeben? Dass sich jeder Mensch die Frage stellt, berühre ich bedingungs- und absichtslos? Diese Frage möchte ich an jeden einfach stellen. Oder ist da eine gewisse Absicht dahinter oder eine gewisse Bedingung? Und wichtig ist, dass wir uns jeden Tag mindestens 5-mal umarmen. Das möchte ich den Menschen mitgeben. Das ist halt schon die zweite Umarmung. Ja? Sehr schöner Abschluss. Antonia, möchtest du noch was mitgeben den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ich möchte euch mitgeben, wenn ihr euch berührt, berührt euch sehr langsam und achtsam. Und seid mit den Gedanken und mit der Aufmerksamkeit wirklich bei eurem Partner und nicht woanders. Und seid präsent. Was spürt das in der Berührung? Und das ist ganz wichtig. Ja. Meine Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr schön, sehr inspirierend. Also ich spüre das sehr, dass ihr da wirklich eine Aufgabe gefunden habt, eine Berufung gefunden habt, Menschen wieder in die Sinnlichkeit, in die Achtsamkeit und um in die Präsenz zu bringen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ciao, alles Liebe. Danke. Ciao, danke für die Möglichkeit. Ja, das war Antonia und Hubertus, die Organisatoren dieses wunderbaren Festivals, das, wie gesagt, von 7. bis 9. Juni stattfindet. Unten in der Beschreibung habt ihr die Webseite von den beiden mit der Beschreibung, auch wie ihr euch anmelden könnt und die Kontaktdaten. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Like, so nicht gemacht, wie gesagt, Kanal abonnieren und ja, schreibt es mir in den Kommentaren eure Erfahrungen mit Berührung, mit Präsenz, mit Achtsamkeit, wie es euch damit geht oder auch mit Nacktheit. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Roland von Roland Media. Ciao.